Hi Leute, guckt mal, wo ich hier gerade sitze. In einem 1A echten Bagger. Und ich habe auch gerade gelernt, wie man so ein Ding steuert. Und das zeige ich euch jetzt mal. Vorwärtsgang rein, los geht's! Oh nein! Meine Tasche! Mist. Da war Joghurt drin. Also ich glaube, das mit dem Baggerfahren muss ich vielleicht noch so ein bisschen üben. Aber wisst ihr was? Genau das mache ich heute, weil heute geht es um Bagger und um ganz viele andere Spezialfahrzeuge. Der ist aber noch gut. Das da ist ein Muldenkipper. Was für ein riesiges Teil. Und das hier ist eine Erntemaschine für Zuckerrüben. Dieses Fahrzeug befreit unsere Straßen vom Schnee. Und das hier hat immer eine super lange Leiter dabei. All das sind sogenannte Spezialfahrzeuge. Selbst ein Krankenwagen ist ein Spezialfahrzeug, nämlich so eine Art fahrende Krankenstation. Meistens übernehmen Spezialfahrzeuge Aufgaben, für die früher hunderte Menschen Wochen oder sogar Monate lang schuften mussten. Ich check heute alles rund um eins der wichtigsten Spezialfahrzeuge, den Bagger. Den gibt es in gigantisch groß und in mini klein. Außerdem bin ich mit diesem unfassbaren Monstrum unterwegs. Was das alles kann, das finde ich heute raus. Und Leute, schnallt euch an. Das Coolste kommt zum Schluss. Ich soll mit so einem Luftkissen-Rennfahrzeug durch die Gegend flitzen. Also, alle Maschinen startklar, dann kommt hier der Spezialfahrzeuge-Check. Und jetzt die Checker-Fragen. Und die kommen heute mit einem Spezialfahrzeug. Bitte sehr. Genau. Was ist Hydraulik? Was macht der Büffel bei der Bahn? Und warum schwebt ein Luftkissenfahrzeug? Das check ich für euch. Zuerst bin ich in Gammelsdorf bei Landshut mit Mike verabredet. Er erklärt mir heute, wie eines der wichtigsten Spezialfahrzeuge funktioniert. Der Bagger. Da ist er. Hallo Mike. Der winkt mit dem Bagger. Hi Tobi. Grüß dich. Hi. Ich habe gerade schon gesehen, ihr habt ja ganz viele verschiedene super coole Fahrzeuge hier stehen. Ja, wir haben Bagger, wir haben Lader, wir haben Teleskoplader, Gabelstapler, okay. Alles hier. Das sind alles verschiedene Dinge, ne? Ja, richtig. Was ist denn das jetzt hier zum Beispiel für ein Bagger? Das ist ein Radbagger. Mhm. Und der kann tiefe Löcher baggern. Tun das nicht alle? Nee, der Radlader im Gegensatz, der kann nur laden. Kann man einen LKW beladen, aber keine tiefen Löcher baggern. Okay, also das ist schon mal die erste Unterscheidung. Der Bagger baggert so rum in die Erde. Genau. Und der Lader lädt so rum auf und bringt Sachen weg. Genau. Okay. Was wiegt denn das Ding? 20 Tonnen. Dieses Fahrzeug allein wiegt 20 Tonnen? Ja, richtig, genau. Das ist so viel wie ungefähr 20 Autos? Ja. Wiegt nur das Teil? Nur das Ding. Wow. Hinten ist ein Gegengewicht. Aha. Und vorne kann er damit baggern. Ach so, je mehr der Bagger wiegt, desto mehr kann er laden oder wegbaggern, weil genau. Sonst würde er irgendwann umkippen. Ja, richtig. Können wir uns die anderen auch noch angucken? Ja, na sicher. Das ist der Lader. Der hat eine riesige Schaufel. Da passen 1500 Liter Erde rein. Das sind ungefähr 10 volle Badewannen. Mit nur einmal aufladen. Ganz schön cool. Dieser Bagger hat keine Räder, sondern Ketten. Deswegen nennt man ihn Kettenbagger oder auch Raupenbagger. Dank der Ketten kann er besser im Matsch fahren. Und ich zeige euch mal, warum. Stellt euch mal vor, ich bin ein Bagger mit Rädern. Wenn ich in den Matsch trete, dann sinke ich sofort ein. Ach. Jetzt bin ich ein Kettenbagger und das Brett ist die Kette. Wenn ich auf das Brett steige, verteilt sich mein Gewicht auf einer größeren Fläche und ich sinke nicht mehr ein. Gut, ne? So, jetzt sitze ich hier in dem Fahrerhäuschen von einem Raupenbagger. Richtig. Und Mike, du bringst mir jetzt bei, endlich, wie man so ein Ding fährt. Genau. Losgehen soll's mit den Ketten. Die bedient man hier. Okay. Die einmal zwei sind quasi das Lenkrad, wenn man genau. So nach hinten ist zurückfahren. Langsam. Genau. Das ist cool, das macht Bock. Jetzt kann man sich auf der Stelle immer rundherum drehen. Darf ich mal? Ja. Dann machen wir einen Schritt zurück. Achtung! Okay, ich liebe es.
Die Schaufel steuert man mit diesen zwei Joysticks. Ich sag euch, man braucht echt viel Fingerspitzengefühl. Wow, der hat ja eine Kraft. Jetzt gut konzentrieren und zack. Geil, das macht ja richtig Bock. Aber sag mal, wie funktioniert das eigentlich? Wie kann das sein, dass es für den Bagger so leicht ist, so viel Erde auszugraben? Das funktioniert eigentlich nur mit der Hydraulik. Hydraulik? Das war auch eine Checker-Frage. Was ist Hydraulik? Hydraulik zu erklären ist ein bisschen kompliziert. Am besten zeige ich es euch einfach in einem kleinen Experiment. Dafür sauge ich erstmal gefärbtes Wasser in eine Spritze. Wenn ich jetzt meinen Finger von vorne gegen die Spritze halte und hinten drauf drücke, passiert Folgendes. Das Wasser kann nirgendwo hin und drückt natürlich hier vorne gegen meinen Daumen, was ich total doll merke. Da fängt es an, richtig zu pieksen. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Hydraulik. Wenn man einer Flüssigkeit den Platz wegnimmt, sie aber nirgendwo hin kann, dann erhöht sich der Druck. Jetzt verbinde ich die Spritze mit einer zweiten Spritze. Und jetzt guckt mal, was passiert. Achtung! Zack! Der Druck, der auf die Flüssigkeit ausgeübt wird, ist stark genug, um den Kolben auf der anderen Seite zu bewegen. Und genau das ist Hydraulik. So, ich habe jetzt mal unser Spritzenmodell auf dieses kleine Rettungsboot übertragen, das eben mit einem Hydraulikkran ausgestattet ist. Wenn ich jetzt in der Spritze hier auf den Kolben drücke und damit Druck ausübe auf die Flüssigkeit in unserem hydraulischen System, dann guckt mal, was jetzt passiert. Der Kran, an dem das schwere Feuerwehrauto hängt, hebt sich nach oben. Und genauso funktioniert es auch umgekehrt. Wenn ich die Flüssigkeit wieder zurückziehe, dann wandert auf der anderen Seite der Kolben nach innen und der Kran mit dem Feuerwehrauto senkt sich wieder ab. Beim Bagger befindet sich die Hydraulik hier. Die silberne Stange ist der Kolben und das weiße Rohr ist quasi die Hülle der Spritze. Wenn ich den Hebel nach vorne drücke, drückt die Flüssigkeit auf den Kolben und die Schaufel bewegt sich. Solche hydraulischen Systeme findet man bei ganz, ganz, ganz vielen Spezialfahrzeugen. Eben immer, wenn sehr schwere Dinge irgendwie bewegt werden sollen. Hydraulik ist eine Technik, bei der mit Hilfe von Flüssigkeit Kraft übertragen wird. Gecheckt. Was hat Mike denn jetzt vor? Hä? So, Mike. Ich guck dir jetzt schon eine Weile zu, was du hier aufbaust und ich weiß nicht, was das wird. Ja, wir machen jetzt eine kleine Challenge, eine Herausforderung für dich, die Bälle aufzuheben mit dem Bagger, mit der Schaufel und in die Tonne zu schmeißen. Aber du bist ja Profi und ich setze mich zum zweiten Mal in so ein Kreis. Ja, das funktioniert schon. Du hast einen Ball und ich vier. Ach so, und wer zuerst fertig ist, hat gewonnen. Genau. Hast Bock? Ja, ich glaube, ich hab Bock. Jawohl, auf geht's. Drei, zwei, eins, go! Oh oh. Ich glaube, Mike ist doch deutlich schneller. Oh nein! Nein, nein, nein! Oh nein! Okay, ich habe zwar nicht gewonnen, aber ich habe es geschafft. Leute, wisst ihr was? Ich bin gerade dabei, mein eigenes supergeiles Spezialfahrzeug zu bauen. Und zwar aus meinem Tisch hier. Das wird super. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen, bis ich soweit bin. Deshalb gibt es für euch erstmal die Mitmachfrage. Was ist ein Amphibienfahrzeug? A. Ein Spezialfahrzeug für Tiere? Oder B. Ein Spezialfahrzeug, das an Land und auf dem Wasser fahren kann. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Im Bahnverkehr gibt es richtig viele Baustellen. Mal werden da Schrauben ausgetauscht, manchmal auch ganze Gleise erneuert. Früher wurden die Gleise von Menschen kontrolliert und gepflegt. Heute übernehmen viele Aufgaben Spezialfahrzeuge. Das hier ist fast so lang wie ein Fußballfeld und wiegt so viel wie 100 Elefanten.
Die Arbeit wird während der Fahrt gemacht und das Arbeitswerkzeug fährt immer mit. Das ist Martin. Er leitet die Bauarbeiten hier und hoffentlich hilft er mir mit meiner zweiten Checkerfrage. Was macht der Büffel bei der Bahn? Martin! Hey Tobi! Was ist denn hier los? Hier wird die Neuschiene vorbereitet. Die wird ja zugeschnitten, angepasst und so vorbereitet für einen Umbauzug, dass der sie einbauen kann. Heißt, eine alte Schiene wird durch eine neue ersetzt? Korrekt. Aber willst du mir gerade erzählen, dass das hier die neue ist und das die alte? Das ist richtig. Die ist komplett verrostet und die sieht total frisch aus. Hier, guck dir mal, die ist glatt und gut und die hier ist ja total ja, alt genau. Und old, genau. Oder nicht? Genau, glatt, aber du siehst hier an der Seite, wo sie scharfkantig ist, ja, dass hier das Profil von der Schiene nicht mehr passt. Ah. Also bedeutet, diese Schiene ist abgefahren. Ah. Ja, und wird deswegen auch gegen die neue ersetzt. Okay, ah ja, stimmt. Hier ist es alles noch komplett rund. Genau. Und hier ist schon ein paar Jahre ein Zug drüber gefahren und hat das so genau abgeschliffen. Genau. Und ich weiß, das Ganze hat irgendwas mit einem Büffel zu tun. Hier muss es irgendwo einen Büffel geben. Kannst du mir mal bitte kurz erklären, wo und was das ist? Du bist neugierig. Ja, würde ich gerne wissen. Okay. Aber erstmal muss ich mich umziehen. Dann gibt's noch hier so einen Käppi-Helm. Und auf geht's. Guckt mal, das Fahrzeug hat allein 18 Waggons mit Material dabei. Nur wo dieser Büffel ist, das weiß ich immer noch nicht. Martin, warte mal. Was ist das jetzt alles? Was sind das hier für Sachen? Das sind die neuen Betonschwellen. Das heißt, diese grauen Dinger da sind im Grunde das hier neu. Genau. Das sind ja Tausende. Und was ist das gelbe Ding da oben drauf? Das ist der Portalkran, der die Schwellen transportiert. Der nimmt jetzt die Palette mit Schwellen. Ah, krass. Sieht man ja gerade schön. Schafft die zur Maschine hin und auf der Rückfahrt bringt er die alten Schwellen mit. Das ist ja abgefahren. Der Portalkran legt die neuen Schwellen hier ab und dann werden sie von einem Greifer auf ein Förderband gelegt. Und dann? Und da steht jetzt endlich auch Büffel. Und jetzt erklär mir bitte noch, warum heißt das Ding denn Büffel? Ist angelehnt an die Form von dem Tier. Wenn man von Weitem guckt, soll das aussehen wie ein Büffel und übertragen auch auf die Kraft, die er halt hat. Also ich finde das Ding ziemlich cool. Ich bin jetzt gespannt, wenn es gleich loslegt. Ja. Aber es ist ja dein Gerät so, ne? Skala von 1 bis 10. 10 ist super. Wie findest du deinen Büffel? Eine 11. Schon, ne? Jetzt macht sich der Büffel an die Arbeit. Er greift die alten Schienen und spreizt sie auseinander. Die neuen Schienen sind schon einsatzbereit. Sie schweben hier unten drunter und warten darauf, eingesetzt zu werden. Bevor wir sie verlegen können, müssen noch die alten Schwellen entfernt werden. Das passiert hier. Zack, raus und die nächste. Dann wird noch der Schotter mit diesem Staubsauger aufgesaugt und mit dem Förderband in einen Speicherwagen transportiert. Unfassbar, was hier alles gleichzeitig passiert. Da kommen schon die neuen Schwellen. Sie werden immer im gleichen Abstand hingelegt. Obendrauf kommt das neue Gleis. Zum Schluss noch frischer Schotter drauf und fertig. Und wie ihr gesehen habt, das passiert alles wie am Fließband. Ein paar Mitarbeiter helfen dem Büffel, aber sonst macht das Spezialfahrzeug fast alles automatisch. Und so schafft es am Tag, knapp 2 Kilometer Gleise zu wechseln. Verrückt. Sag mal, Martin, ist das jetzt hier fertig, oder? Können jetzt hier schon Züge fahren? Wir haben jetzt hier eine neue Schwelle, neue Schiene, noch nicht verschraubt. Das machen dann die Kollegen, die da hinten schon in Gange sind. Ah, ja. Und wenn das dann festgeschraubt ist, dann können die auch schon Züge drüber fahren. Das heißt, da geht einmal der Büffel drüber und dann ist aus einem alten Gleis ein neues geworden. Genau. Martin, das war super cool heute mit dir. Vielen, vielen, vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht. Du, uns fährt der Büffel weg. Vielleicht sollten wir mal hinterher. Okay, dann. Der Büffel ist ein Gleisumbauzug. Er ersetzt alte Gleise durch neue Gleise. Gecheckt. Jetzt bin ich in Glonn. Hier treffe ich mich mit Rennfahrer Mario. Guckt mal, was der für ein cooles Spezialfahrzeug fährt. Wahnsinn. Hallo Mario. Hallo. Was ist das bitte für ein abgefahrenes Fahrgerät? Das ist ein Hoverkraft, beziehungsweise auch ein Luftkissenfahrzeug auf Deutsch. Mario fährt seit 10 Jahren Hovercraft. Und unter anderem hat er bei der Europameisterschaft den 2. Platz belegt. Respekt!
Ja, wenn ich mit dir so einen Champion hier sitzen habe, dann kannst du mir das wahrscheinlich besser als alle anderen Leute beibringen und ich fahre einfach auch mal eine Runde. Natürlich, das können wir machen, aber als erstes fährst du mal mit. Mhm. Später machen wir das dann mit dem Selberfahren. Das ist doch gut. Dann brauche ich wahrscheinlich auch so einen Helm, ne? Genau, ja. Könnte ich einen Helm haben, bitte? Ja, hallo. Leute, macht das Bock! Übrigens, bei Wettbewerben kann Mario bis zu 120 km/h fahren. Also so schnell wie ein Auto auf der Autobahn. Also sowas habe ich aber wirklich noch nicht erlebt. Das ist das speziellste Spezialfahrzeug, auf dem ich jemals saß. So, Mario, jetzt will ich wissen, wie funktioniert dieses Gerät? Ich finde es den Knaller. Checkerfrage. Warum schwebt ein Luftkissenfahrzeug? Wenn du hier vorne reinschaust unter der Abdeckung, haben wir den sogenannten Lüftmotor. Der wird angetrieben wie ein Ventilator zu Hause, bloß halt schneller und kräftiger. Und der pumpt Luft unter das Fahrzeug. Okay, wenn du sagst, dass dieser Motor hier, der treibt jetzt keine Reifen an oder so, das Ding hat keine Räder, ne? Nein, das schwebt komplett. Du bist komplett in der Luft. Und dieser Motor hier sorgt dafür, dass das Ding schwebt? Ja, genau. Der vordere Ventilator bläst unter das Hovercraft super viel Luft. Diese Luft sammelt sich in einer Schale und in den schwarzen Gummitaschen am Rand des Fahrzeugs. Die Gummitaschen sorgen dafür, dass die Luft nicht überall hin entweicht, sondern dass sie kontrolliert durch kleine Öffnungen unter das Fahrzeug strömt. So entsteht dort ein Luftkissen und das lässt das Fahrzeug schweben. Jetzt habe ich verstanden, warum so ein Luftkissenfahrzeug schwebt, aber du hast mir noch nicht erklärt, wie du damit vorwärts fährst, weil du warst ja ultra schnell und hast dich richtig in die Kurven gelegt. Und ich schätze, es hat was hiermit zu tun. Genau, richtig. Das ist quasi wie der Lüftmotor, bloß in groß. Und der ist nur für den Antrieb. Das kannst du dir vorstellen wie eine Flugzeugturbine. Also das heißt, es ist ein zweiter Motor, der nur dafür da ist, den Ventilator hier hinten nochmal anzutreiben. Genau, richtig. Und dann bläst er die Luft hinten raus. Ja. Und das sorgt dafür, dass sich das ganze Ding nach vorne bewegt. Genau, richtig. Der zweite Motor treibt den großen Ventilator an. Der bewegt das Fahrzeug nach vorne. Mit dem Lenker steuert Mario das Lenkruder und kann so nach links und rechts fahren. Was ist denn eigentlich, wenn du mit so einem Luftkissenfahrzeug nicht auf einer Wiese unterwegs bist, sondern, sagen wir mal, auf Asphalt? Das ist für uns kein Problem. Dadurch, dass wir schweben, sind für uns Untergründe wie Eis, Schnee, Wasser etc. ist alles für uns möglich. Leute, guckt euch das mal an. Der kann wirklich über Land und über Wasser fahren. Solche Fahrzeuge nennt man Amphibienfahrzeuge. Genau wie Amphibien in der Tierwelt, zum Beispiel Frösche, kann sich ein Hovercraft im Wasser und auf dem Land fortbewegen. Wegen dieser Eigenschaft werden sie auch beim Rettungsdienst eingesetzt, zum Beispiel beim Hochwasser. Denn sie kommen einfach überall sicher hin. Und es gibt auch solche großen Hovercrafts, die als Fähre über das Meer fahren. Cool, oder? Jetzt hast du mir halt immer noch nicht den Beweis erbracht, ne? Ich hätte gerne noch einen Beweis, dass du wirklich schweben kannst. Können wir gerne machen. Dann leg dich hin und ich fahre über dich drüber. Du willst über mich drüber fahren? Ja. Ist das nicht gefährlich? Nee, bis auf ein bisschen Luftzug wirst du ja gar nichts spüren. Na gut, dann fahr über mich drüber. So Leute, jetzt wird's ernst. Drückt mir die Daumen! Guck mal, es hat geklappt. Weil ein Luftstrom unter das Fahrzeug geleitet wird, entsteht so eine Art Luftkissen und das Fahrzeug schwebt. Gecheckt. Ich will euch jetzt zeigen, wie man so ein Luftkissenfahrzeug, zumindest in ganz klein, selbst zu Hause nachbauen kann. Dafür braucht ihr eine CD, einen Deckel von einer Trinkflasche, sowas hier, und einen Luftballon. Jetzt klebe ich den Deckel mittig auf die CD. Dann den Luftballon drüber und aufpusten. So, Ventil zu. Genau. Und jetzt bleibt die Luft gerade noch im Luftballon und ich kann das Ganze einfach auf den Tisch abstellen. Wenn ich jetzt das Ventil öffne, dann strömt die Luft aus dem Luftballon durch die Öffnung in der CD und bildet ein Luftkissen zwischen Tisch und CD
und die CD müsste anfangen, auf der Tischplatte zu schweben. Okay, 1, 2, 3. Guck mal, es funktioniert! Ah, seht ihr? Es schwebt richtig, man kann es ein bisschen anstupsen. Jetzt könnte man sich ja fragen, wenn das mit diesen Luftkissengefährten so viel Spaß macht und so einfach geht, warum fahren dann nicht viel mehr davon im Straßenverkehr rum? Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens, so ein Luftkissenfahrzeug lässt sich viel schwieriger lenken und auch abbremsen. Da ist eine große Unfallgefahr. Und die Energie, die man braucht, um so ein Ding schweben zu lassen und dann noch anzutreiben, ist viel höher als die Energie, die ein Auto zum Beispiel braucht, um sich ganz normal im Straßenverkehr zu bewegen. Deshalb also Autos und nicht Luftkissengefährte. So, liebe Leute, wie ihr seht, bin ich umgezogen. Jetzt darf ich nämlich selbst lernen, wie man Hovercraft fährt. Und dafür hat Mario mir hier eher so ein Anfängermodell hingestellt, glaube ich, oder? Genau. So, was muss ich jetzt hier unten wissen? Rechts hast du deinen Gaszug. Der da, ne? Genau. Da gebe ich Gas. Und ganz wichtig natürlich noch, du hast deinen Notstopp. Der geht ums Handgelenk herum. Wenn dann irgendein Problem mit dem Motor auftritt oder du rausfährst, ziehst du einfach an und dann stoppt der Motor. Zack, und dann geht der Motor von alleine aus. Genau. So, Motor an, Helm anziehen und los geht's. Guckt mal, wie ich mich in die Kurven legen muss. Das Steuern mit dem Lenker reicht nämlich nicht. Wenn ich nach links fahren will, muss ich meinen Körper nach links lehnen und umgekehrt. Ups, das war zu wenig. Und übrigens, das Hovercraft hat keine Bremsen. Wenn ich also anhalten will, dann nehme ich die Hand vom Gas und das Hovercraft wird von alleine langsamer. Das macht so Bock! Liebe Leute, mein Spezialgerät ist fertig. Ich habe ein Blaulicht, oder besser gesagt ein Rotlicht. Ich habe beleuchtete Außenspiegel. Ich habe sogar ein hydraulisches System. Achtung! 1, 2, 3. Zack. Gut, ne? Achtung! 1, 2, 3. Eins, zwei, drei. Das übe ich noch. Und für euch gibt es jetzt erstmal die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, was ist ein Amphibienfahrzeug? A. Ein Spezialfahrzeug für Tiere oder B. Ein Spezialfahrzeug, das an Land und auf dem Wasser fahren kann? Na, habt ihr die Antwort entdeckt? Guckt mal. Ein Amphibienfahrzeug ist ein Fahrzeug, das sich an Land und im Wasser fortbewegen kann. Richtig ist also Antwort B. So Leute, das war's vom Spezialfahrzeuge-Check. Es hat großen Spaß gemacht und war sehr aufregend, aber ich bin echt froh, dass ich mich jetzt ausruhen kann. Ein kleines Picknick gemacht und dachte, ich schreibe ein bisschen in mein Tagebuch und zwar ganz in Ruhe. Oh Mann! Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Der auch manchmal flint und der tausend Leute kennt.